Jetzt geht es wie bei vielen Gruppen auch hier um Gott. Das Thema ist, so sagen sie selbst, die universelle Liebe zu Gott. Ratha Yatra stand auf der Tafel drauf, das ist der Gruppenname und das ist ein hinduistisches Wagenfest. Das wird seit mindestens 3000 Jahren gefeiert. Das ist dann auch tatsächlich eine Massenveranstaltung, da kommen jährlich bis zu 2,5 Millionen Menschen. Das toppt also den Karneval der Kulturen in Berlin, wo nur eine gute Million kommt. Punkt ist der Prozessionswagen mit dem Bildnis des Gottes Jagannath, bin mir nicht so sicher, ob ich den richtig ausgesprochen habe, dem Herr des Universums, der an Seilen durch die Stadt gezogen wird. Der Gott wird umquartiert vom Winter- ins Sommerquartier symbolisch. Das ist eine Prozedur, die normalerweise 3 Tage dauert. Hier geht das dann doch etwas schneller. Jetzt haben wir auch den Sänger eingefangen. Sie hören es schon, es geht wie immer um Krishna. Jetzt sehen Sie das Seil schon von dem Wagen. Das Wichtige ist, dass man an diesem Seil mitgezogen hat. Dann erfährt man Gnade und spirituelle Verdienste. Und so versuchen das in Indien natürlich auch fast alle Menschen, an diese Seile zu kommen, was dann auch dazu führen kann, dass der eine oder andere unter die Räder gerät. Das wird hier nicht passieren, in Deutschland. Das ist noch eine überschaubare Gruppe. An den Seilen vor allem auch. Nur ihre Gottheit haben wir noch nicht gesehen. Hier wird aber Luft zugefächelt. Ja. Ah, jetzt. Ja, Geschmackssache. Auch in einigen Städten der USA wird das Wagenfest gefeiert und es ist so beliebt, dass dafür sogar zum Teil ein offizieller Feiertag ausgerufen wurde. Und da geht das ein oder andere verloren auf der Strecke. Am Ende ist dann wahrscheinlich von den Blumen nicht mehr viel übrig. Aber schön sah es aus. Krishna, 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 Krishna.